Hallo, mein Name ist Mike Fox. Willkommen zum World of Tanks Tutorial Aller Anfang ist schwer oder From Zero to Hero. Was zeige ich euch in diesem Tutorial? Grundsätzlich wollen wir in diesem Tutorial das erste Tier 1 Gefecht erfolgreich bestreiten. Also ich will euch in die Lage versetzen, möglichst erfolgreich euer erstes Gefecht zu bestreiten. So, dazu gehören ein paar Vorabinformationen. Ich muss euch auch erklären, nach welchen Kriterien ihr euren Panzer auswählen solltet. Wir starten dann das Zufallsgefecht. Ich erkläre euch dann dabei ein bisschen was, wie ihr euch in so einem Gefecht verhalten solltet, am besten als Anfänger. Nach dem Gefecht schauen wir uns die Gefechtsauswertung an. Ich werde noch ein bisschen was über das Wirtschaftssystem von World of Tanks erklären. Und dann gibt es einen kurzen Ausblick, wie es im nächsten Video weitergeht. Bevor ihr euer erstes Gefecht startet, ein paar Vorabinformationen. Es gibt drei verschiedene Gefechtsmodi in World of Tanks. Allerdings bis Tier 4, also bis zur Stufe, bis zur Erforschung von Panzern der Stufe 4, gibt es eigentlich nur einen Gefechtsmodus. Und der nennt sich Standardgefecht. Ein Standardgefecht dauert 15 Minuten. Man kann dieses Gefecht gewinnen, indem man alle Gegner ausschaltet oder die gegnerische Basis einnimmt. Man kann das Gefecht verlieren, indem alle Verbündeten ausgeschaltet werden oder die eigene Basis eingenommen wird. Es kann aber auch sein, dass ein Gefecht unentschieden ausgeht, wenn alle Verbündeten oder alle Gegner ausgeschaltet werden oder die Gefechtsdauer von 15 Minuten überschritten wird, noch Gegner leben, noch Verbündete leben und keine Basis eingenommen wurde. Ein Unentschieden kommt ungefähr in 1%, 1 bis 1,5% aller Fälle vor. Und nicht lachen, Unentschieden durch alle Verbündeten und alle Gegner ausschalten kommt, hört sich jetzt ein bisschen unglaubwürdig an, kommt aber schon vor, also das habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass der letzte Gegner mit seinem letzten Schuss den letzten Verbündeten trifft, der auch gerade geschossen hat und auch den Gegner noch tötet. Alle Panzer tot, unentschieden. So, dann gibt es verschiedene Karten. Also es gibt insgesamt, glaube ich, um die 50 verschiedenen Karten bei World of Tanks. In den verschiedenen Modi auch dann nochmal. Also gibt es eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Karten. Allerdings bei Tier 1 und 2 Gefechten, also bei Stufe 1 und 2 Gefechten kommen nur 4 Karten zum Einsatz. Das sind die Karten Malinowka, Himmelsdorf, Minen und Provinz. Und diese 4 Karten werden wir uns jetzt mal ganz kurz ansehen. Die erste Karte, die wir uns gemeinsam anschauen werden, ist die Karte Malinowka. Die erste Karte, die wir besprechen, ist die Karte Malinowka. Ihr seht die beiden Flaggen. Ihr seht einmal hier die grüne Flagge. Das heißt, ich bin an diesem Punkt gespawnt, also mein Panzer ist an diesem Punkt ins Spiel gegangen. Ihr seht auf der anderen Seite die blaue Flagge in meinem Fall, weil ich euch ja erzählt habe, dass ich meinen Client auf farbenblinden Modus eingestellt habe. Und ein paar andere Sachen. Ich will euch aber was anderes zeigen, und zwar ist es von der Webseite vbaddict.net. Die kann ich euch nur ans Herz legen. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Das ist die hier. Vbaddict.net. Auf der linken Seite gibt es Heatmaps. Die Heatmaps werden generiert aus Daten, die von tatsächlichen Spielen kommen. Das heißt, die Spieler laden ihre Replays oder Teile der Replays auf vbaddict.net rauf. Und vbaddict.net erstellt dann daraus solche Heatmaps. Schauen wir uns mal die Heatmap von Malinowka etwas genauer an, damit ihr ungefähr wisst, auf was ihr euch einstellen könnt. Also wie gesagt, ein Spawnpoint ist hier. Ich markiere den nochmal. Einer ist hier ungefähr und der andere ist ungefähr hier oben. Ja? Nicht ganz, Entschuldigung, der ist hier. Da um diesen Bauernhof rum. So, und ihr seht diese grünen Punkte oder diese grünen Markierungen. Ihr seht auch die roten Markierungen. Da wird sich ein Hauptteil des Gefechtes abspielen. Also diese Karte wird auch, die wird raufgespielt bis Tier 10, also bis Stufe 10 Panzer. Das heißt, da sind auch Daten drin von anderen Gefechten, also von wesentlich höherstufigen Gefechten als Tier 1.
Aber grundsätzlich stimmt das schon. Das meiste spielt sich hier unten in diesem Bereich ab. Hier sind ein paar Häuser. Neben diesen Häusern, links und rechts, sind teilweise Holzbarrikaden, Holzzäune, Palisadenzäune. Und hinter diesen Palisadenzäunen in Richtung des Feindes ist nochmal eine Buschreihe. Also ich habe festgestellt, mit Tier-1-Panzern, also ich bin ja ein bekennender Leichttraktor-Fan, ich kann mich hinter diesen Palisadenzaun stellen und kann dann über diesen Palisadenzaun drüber schießen und auf die Jungs schießen, die sich hier auf der anderen Seite verstecken. Der Palisadenzaun, ich sehe auch viele Mitspieler, die diesen Palisadenzaun umfahren. Es macht in meinen Augen keinen großen Sinn. Dieser Palisadenzaun bietet euch einen zusätzlichen Schutz. Wenn der jetzt hier steht und ihr steht hier und er kann euch sehen aus irgendeinem Grund, ja? Dann muss er erstmal, wenn er euch in die Wanne schießen will, diesen Palisadenzaun kaputt schießen. Oder das Geschoss muss erstmal durch diesen Palisadenzaun durchfliegen, seit Patch 9.1, glaube ich. Und verliert dadurch ein bisschen an Kraft und trifft dann erst euren Panzer. Also fahrt diesen Palisadenzaun nicht um. Wo ihr am Anfang überhaupt gar nicht hinfahren solltet, ist dieser Bereich. Dieser Bereich, da seht ihr auch, da fährt auch fast keiner hin. Jeder, der da hinfährt, stirbt. Und zwar innerhalb von wenigen Sekunden. Das solltet ihr wirklich am Anfang gar nicht erst probieren, einfach da losheizen. Auch wenn ihr keinen Panzer seht, das macht gar nichts. Die Feinde kommen definitiv irgendwann auf euch zu. Natürlich gibt es auch noch einen Bereich hier oben. Und zwar, das sieht man hier relativ schlecht, aber dieser Bereich hier oben, der ist ab hier, um diesen Bereich herum, wird es ein wenig hügelig. Also das heißt, hier oben, das ist eine Erhöhung, ein richtiger Berg eigentlich, auf den kann man rauffahren. Auf diesem Berg gibt es hier unten eine Möglichkeit, ein kleines Plateau, sich gegenseitig zu beschießen. Und es gibt hier oben die Möglichkeit, sich gegenseitig zu beschießen. Aber das ist eher dann für höherstufige Gefechte. Ich denke mal, ihr tut ganz am Anfang nicht gut daran, diesen Bereich zu befahren. Hier, das markiere ich mal grün, sind Wälder. Man kann sich da drin relativ gut verstecken, wenn man so ein bisschen hinter irgendwelchen Büschen steht. Ja. Das funktioniert ganz gut. Und das mache ich mal rückgängig. So. Das funktioniert ganz gut. Und diesen gleichen grünen Bereich gibt es eigentlich nutzbar auch nochmal hier so, wobei dieser Bereich gut nutzbar ist. Dann seht ihr hier auch noch, hier finden sehr viele Bewegungen statt. Das könnte sein, dass es noch von der früheren Version von World of Tanks kommt, weil da sind ja ziemlich viele Daten drin. Ich glaube nicht, dass die Daten erst mit der Version 9.2 aktualisiert haben. Die Karte wurde mit der Version 9.1 überarbeitet. Früher konnte man von dieser Position aus direkt hier hinschießen und hier reinschießen. Das kann man nicht mehr. Hier ist eine kleine Erhöhung drin, deswegen kommt man da nicht mehr durch. Man kann zwar immer noch hier hinschießen, das funktioniert gut, man kann auch hier hinschießen, aber diese Kämpfe von hier nach hier, die finden nicht mehr statt. Deswegen kann es sein, dass hier etwas zu viel angezeigt wird, denn da spielt sich aktuell nicht mehr richtig viel ab. Aber auch hier, das markiere ich mal grün, gibt es wunderbare Bereiche, wo man die Deckung oder Büsche irgendwo mal ein bisschen nutzen kann. Kommen wir auch gleich mal zum Thema See. Man kann grundsätzlich Gewässer durchfahren, wenn sie eine gewisse Tiefe nicht überschreiten. Also dieser Bereich hier unten, ich markiere das mal in einer anderen Farbe, am besten lila. Dieser Bereich hier unten, der ist befahrbar. Der ist befahrbar bis in diesen Uferbereich. Ihr kommt auch hier rüber. Das seht ihr hier, ist das Wasser ein bisschen dunkler und hier wird es heller. Also da ist die Wassertiefe gering genug, damit dass ihr mit eurem Panzer durchfahren könnt. Hier drüben gibt es auch so eine Furt. Ja. Gut, wenn wir schon beim Thema sind, wo kann man langfahren? Also wie gesagt, hier nicht langfahren. Man kann hier rüberfahren, aber ihr seht, da ist relativ wenig los. Würde ich euch auch nicht raten. Man kann hier rüberfahren und dann hier langfahren oder hier ganz außenrum. Man kann aber auch hier durch den Wald hier rauffahren. Von der anderen Seite geht es natürlich genauso. Man kann hier rüberfahren. Machen wir da ein Strichchen, damit man es ein bisschen besser sehen kann. Man kann auch hier langfahren. Auch ein Strichchen. Ich denke aber mal, am Anfang wird sich alles hier abspielen. Stellt euch da hinter die Palisaden, hinter den Zaun und nutzt die Büsche noch als zusätzlichen Sichtschutz.
Und genauso ist es in dem Bereich hier unten. Ja. Da seid ihr gut beraten, wenn ihr euch da am Anfang hinstellt und einfach mal guckt, wie sich das Gefecht so entwickelt. Die zweite Karte, die wir hier betrachten, heißt Minen. Minen schauen wir uns auch erst wieder als Screenshot in-game an. Also das ist ein Screenshot, den habe ich direkt in World of Tanks gemacht. Ihr seht hier die beiden Flags für das eigene und das Gegnerteam, je nachdem, ob man im Norden oder im Süden startet. Und wie bei der letzten Map zeige ich euch jetzt auch noch die Heatmap, damit ihr ungefähr eine Ahnung davon bekommt, wo die meisten Kämpfe stattfinden. Also Minen ist auch eine Map, die wird raufgespielt bis Stufe 10. Deswegen ist das nicht alles relevant für euch. Wichtig ist, ihr startet ja entweder, mal ganz kurz, machen wir mal rot, wir machen mal schwarz für die Flag. Ihr startet ja in diesem Bereich hier, normalerweise. Oder in diesem Bereich hier oben. Gut. Fangen wir mal im Süden an. Also im Süden wäre jetzt zum Beispiel eine mögliche Position, um ein bisschen geschützt zu campen, wäre jetzt zum Beispiel dieser Bereich. Und wie gesagt, ich rate euch in den ersten Spielen wirklich sehr vorsichtig zu spielen. Von diesem Bereich aus könnt ihr hier rauf schießen. Ihr seht, hier ist die Hölle los, um diesen Berg rum. Das ist so eine Erhöhung, der ist nun erhöht. Warum ist hier die Hölle los? Weil man von diesem Berg aus, wenn man auf dem Berg drauf ist mit seinem Gefährt, kann man in die gegnerische Base reinschießen. Also wenn ich jetzt von hier komme, ist irgendwie, ich male mal wieder die Wege ein, das wäre dann so hier rauf und dann irgendwie hier um die Ecke rum, damit ich erstmal aus dem Feuer raus bin. Wenn ich hier oben bin, in diesem Bereich, dann seht ihr an diesen grünen Markierungen, dass man von hier aus zum Beispiel, kann man wunderbar die hier auffahrenden Panzer, also die auflaufenden Panzer, kann man hier schön in die Seite schießen. Man kann von diesem Bereich aus, ungefähr hier ist der, kann man wunderbar in das gegnerische Cap reinschießen. Kann man von hier aus auch. Aber auch hier oben, hier stellen sich ganz gerne Panzer hin, die so ein bisschen campy sind. Die wollen also sich nicht großartig bewegen. TDs, AT, aber auch Leute, die gerade das Spiel beginnen, würde ich auch raten. Die kann man von hier oben auch sehr gut unter Kontrolle bringen. Die Gegner würden natürlich dann diesen Weg hier nehmen und hier rauffahren. Es gibt natürlich, jetzt habe ich das mit der falschen Farbe gemacht, machen wir nochmal rückgängig. Die Farbe wäre diese. So hier und hier raufsausen. Man kann natürlich auch, ihr seht, hier hinten gibt es noch ein bisschen was. Hier ist eine Insel und hier ist so eine Halbinsel, die man erreichen kann. Man kann auch hier rüberfahren. Da ist ein wunderschöner Stein. Man kann das gleiche auch von dieser Position ausmachen. Hier ist ein Stein, da kann man sich gut hinstellen. Den markiere ich mal, weil man von hier aus auch in diesen Bereich raufschießen kann. Also jeder Panzer, der jetzt versucht hier raufzufahren, den könnte man hier seitlich beschießen. Ja, und dann geht es natürlich, wenn man hier weiterfahren will, geht es hier auf die zweite Insel, je nachdem von welcher Seite man kommt. Hier gibt es ein paar Möglichkeiten auch, sich ein bisschen zu verstecken. Und hier, wenn man hier unten steht, kann man auch da wunderschön rüberschießen. Vielleicht noch ein bisschen in diesem Bereich hier, aber dann wird es auch schon wieder eng. Natürlich gibt es auch einen zweiten Weg. Das wäre dann der Weg hier hinten ums Dorf oder übers Dorf. Seht ihr ja diesen Bereich. Kann man auch nehmen. Und die Gegner können auch hier lang fahren. Ich würde euch raten am Anfang, also die Stellen, die ich jetzt für die ersten Gefechte markiere, sind ein bisschen konservativ, aber die helfen euch länger zu überleben und das ist der Grundgedanke. Ihr müsst am Anfang so lang wie möglich am Leben bleiben. Am Leben bleiben, am Leben bleiben, am Leben bleiben. Gucken, was die anderen machen, die Karten kennenlernen, von den anderen Menschen lernen. Deswegen zeige ich euch hier sehr konservative Stellungen. Die dritte Karte, die für Tier 1 und 2 Gefechte in Frage kommt, nennt sich Provinz. Die Karte Provinz ist geprägt von zwei großen Anhöhen, die markiere ich jetzt mal gelb. Also ich markiere mal gelb,
Gelb, hallo. Ich markiere mal gelb, wo sich diese Anhöhen befinden. Also ungefähr hier so dieser Bereich. Das kann man hier so ein bisschen erkennen. Okay, so. Und auf der anderen Seite ist es auch hier, das ist unbefahrbar eigentlich, so bis hierher. Ganz grob. So, ihr seht die beiden Flags. Die beiden Flags haben relativ wenig mit dem Spawnpunkt zu tun. Also der Spawnpunkt, an dem ihr startet, ist ungefähr hier für die südliche Flag. Und der Spawnpunkt für das gegnerische Team ist ungefähr hier für die nördliche Flag. Schauen wir uns wie in den vergangenen beiden Karten mal an, wie die Heatmap dazu ausschaut. Also es spielt sich hier ziemlich viel oben ab. Das würde ich euch auch raten. Also ich würde euch raten, hier irgendwo lang zu fahren und dann, oder beziehungsweise in dem anderen Fall hier lang zu fahren und sich irgendwo hier in diesem Bereich, da wo die vielen grünen Punkte sind, da gibt es Möglichkeiten, sich hinzustellen, sich zu verstecken. Ja, die hier sind ja nicht ganz so gut. Hier oben ist noch ein sehr schöner Busch. Hier kann man auch viel machen. Auf der anderen Seite ist es auch hier dieser Bereich, der ist recht gut gedeckt. Das sind zwei, drei Positionen. Dann gibt es hier unten noch eine gute Position. Die ist aber schon, diese Position, die ich jetzt, die beiden letzten Positionen sind schon eher Positionen für Fortgeschrittene. Also ich würde euch wirklich raten, hier oben euch zu verkrümeln. Weil ich zeichne jetzt hier nochmal die Höhenlinie ein, also wo der Berg ist. Man sieht es hier ein bisschen besser als auf der anderen Karte, die ich gemacht habe, so ungefähr. Dann geht der Berg hier weiter. Also natürlich kann man, wenn man will, ihr werdet auch ein paar Leute sehen, die jetzt hier runtersausen direkt am Anfang und versuchen, diese Straße hier raufzufahren. Schwupp. Andererseits werden die Jungs hier runtersausen und versuchen, diese Straße raufzufahren. Schwupp. Also ich mache hier mal einen Pfeil rein, damit man weiß, in welche Richtung es geht. Tschick, tschick. Wenn ihr das tut, werdet ihr selbstverständlich von den Leuten beschossen, die hier oben stehen. Also das heißt, ihr werdet auch spätestens hier in diesem Bereich werdet ihr tot sein. Deswegen rate ich euch am Anfang, das wird sich später ändern, am Anfang rate ich euch sehr konservativ zu spielen und sich in eine Position hier hinten beziehungsweise hier hinten zu stellen und einfach auf die Leute zu schießen, die hier aufgedeckt werden. Es werden so viele Leute aufgedeckt, ihr glaubt es kaum. Also das ist gerade so eine Karte, wo in den ersten 5 Minuten richtig viel passiert. Die alle campen hier so ein bisschen rum. Die einen sind besser, die anderen schlechter ausgerüstet. Es fahren vielleicht auch ein paar Pros, oder ja, Pros will ich sie nicht nennen, aber ein paar Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben, die fahren vielleicht hier unten hin und spotten so ein bisschen. Spotten heißt aufdecken, also andere Panzer sichten. Das Sichtsystem ist Teil eines anderen Videos. Das ist wirklich nicht ganz einfach zu verstehen am Anfang. Das heißt, die schauen für euch, die sehen Panzer, die Panzer erscheinen auf eurer Minimap und erscheinen in eurem Sichtfeld. Ihr könnt dann drauf schießen. Deswegen abwarten und Tee trinken. World of Tanks ist ein Spiel im Gegensatz zu Counter-Strike, wo ihr viel mehr Geduld mitbringen müsst. Also es ist eher so, mit U-Boot will ich es nicht vergleichen, das würde noch mehr Geduld bedeuten, aber ihr braucht Geduld. Blindes Vorrushen, also Vorfahren bringt nichts. Dann wie in den letzten Videos zeige ich euch noch so No-Go-Areas für euch jetzt am Anfang. Das wären mal so diese Bereiche hier. Da werdet ihr schneller sterben, als ihr bis 3 zählen könnt. Und macht keinen Sinn. Also macht euch drauf gefasst. Hier sind die Spawnpoints. Entweder im Norden. Ich habe so eine Nord-Süd-Schwäche. Auch eine Rechts-Längs-Schwäche. Das ist natürlich ganz lustig als Pilot. Also entweder im Süden oder im Norden. Und fahrt sehr konservativ. Ihr könnt übrigens auch, das habe ich vergessen zu erwähnen, es gibt hier auch noch, wie ihr seht, ein paar Punkte, wo man relativ gut hier überall rüber schießen kann. Die vierte und letzte Karte, die für Tier 1 und 2 Gefechte in Frage kommt, trägt den Namen Himmelsdorf. Die letzte Karte, die wir uns anschauen, nennt sich Himmelsdorf. Und hier ist schon der große Unterschied zu allen anderen Karten, die wir bis jetzt gesehen haben. Himmelsdorf ist eine reine Stadtkarte. Das heißt, hier ist eine Stadt, ihr seht es, das sind Gebäude. Die sind innen natürlich nicht befahrbar, teilweise nicht befahrbar. Und ihr müsst in
engen Gassen euren Panzer navigieren. Das heißt, ihr braucht da schon so ein bisschen Fingerfertigkeit, gerade wenn es hier um die Ecken rumgeht und solche Sachen. Da solltet ihr wirklich am Anfang relativ vorsichtig sein. Wie bei den letzten Karten schauen wir uns jetzt mal die Heatmap von Himmelsdorf an. Wo geht denn was ab? Ich zeichne hier nochmal zum besseren Verständnis die beiden Spawnpoints ein. Der eine ist da oben, es ist der nördliche Spawnpoint, und der andere ist hier unten, das ist der südliche Spawnpoint. Und die No-Go-Area in diesem Fall ist dieser große Platz hier. Never touch it. Fahrt nicht drauf, betretet ihn nicht, betreten verboten, wir machen da so deutsche Hinweisschilder. kann man machen, macht man auch, ihr seht da ein paar Punkte. Man kann es zu einem gewissen Zeitpunkt des Gefechts machen, aber am Anfang nicht einfach hier einen ersten oder einen dritten Gang einlegen, hier die Straße runterrollen und sagen, oh, wo sind die Feinde, tucke, 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 und tot bin ich. Das macht keinen großen Spaß. Das macht wirklich keinen großen Spaß. So, ich zeichne auch gleich mal ein, dass es hier oben einen Berg gibt. Das ist hier alles so ein Bereich, der sehr weit oben ist. Warum ist dieser Berg wichtig? Dieser Berg ist wichtig, wenn ich hier oben stehe, an verschiedenen Positionen, hoppala, ich kann gar nicht rund zeichnen, dann habe ich diesen gesamten Bereich im Blickfeld und ich kann eigentlich sogar bis, also sagen wir nicht, durchs Gebäude kann ich nicht durchschießen, aber ich kann zum Beispiel auch Panzer beschießen, die hier hinten sind, von hier oben, ja, oder die sich hier verstecken. Ich kann natürlich auch diese ganze Gasse hier kontrollieren von oben, je nachdem, welche Mannschaft den Berg genommen hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Süden starte, ich tuckere den Berg auf. Im Süden gibt es zwei Möglichkeiten, den Berg raufzufahren. Einmal hier rum, schwupp. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, hier rumzufahren. Tucker, tucker, tucker. So, wenn ich jetzt vom Süden den Berg gewonnen habe, also es befindet sich kein feindlicher Panzer mehr auf diesem Berg, oder die feindlichen Panzer auf diesem Berg sind so beschäftigt, dass ich mich zum Beispiel hier hinstellen könnte, ja? Dann könnte ich wunderbar alle Panzer beschießen, die sich auf dieser Linie aufhalten, oder auch ich kann eigentlich den ganzen Bereich hier wunderbar abdecken. Gut, kommen wir zu diesem Bereich. Dieser Bereich braucht besondere Aufmerksamkeit. Er hat einen sinnigen deutschen Namen und dieser Bereich nennt sich die Schlachtergasse. Und warum nennt er sich die Schlachtergasse? Weil viele, oder weil hier ist so eine Art Hauptkampflinie, ja. Also es macht sehr viel Sinn, dass ihr euch irgendwo hier hindrapiert mit eurem Panzer, ja, aber ihn so hinstellt, dass ihr auch gleich wieder zurückfahren könnt. Also man fährt hin, schaut, ist da jemand? Kann ich schießen? Ja, schieße ich, und dann fahre ich zurück, bis der andere, der also andere sollte gar nicht die Möglichkeit haben, zurückzuschießen. Das wäre ein Punkt. Darüber hinaus gibt es hier auf dieser Straße gibt's so kleine Schutthaufen, Einbuchtungen, Auffahrten, Einfahrten. Das sind Gebäude, da sind zum Teil die Fassaden zerstört. Man kann also in das Wohnzimmer, in das ehemalige Wohnzimmer reinfahren und auf der anderen Seite durchs Fenster rausschießen und wunderbar die schießen, die auf der anderen Seite genau das, wunderbar auf die schießen, die auf der anderen Seite genau das, Entschuldigung, gleiche vorhaben, ja. So, wenn man im Norden ist, kann man natürlich auf den Berg rauffahren. Die Nordlichter haben es nur ein bisschen schwieriger, einfacher, weil die haben eigentlich nur, die haben schon zwei Anfahrtswege. Die beiden Anfahrtswege führen dann aber zu einer großen, dicken Auffahrt. Berg ist schon was für, sage ich mal, ich will nicht sagen fortgeschrittene Spiele, das klingt ein bisschen überkandidelt und viel zu hoch. Natürlich müsst ihr da irgendwann rauffahren, aber ihr solltet euch klar sein, auf dem Berg ist richtig Action angesagt, teilweise. Und da geht es wirklich darum, dass ihr euren Panzer beherrscht. Ihr solltet also nicht mehr darüber nachdenken, muss ich jetzt auf W oder S oder D oder wie auch drücken, wenn ich rückwärts fahren will oder vorwärts. Sondern das muss wirklich aus dem FF funktionieren, weil da müsst ihr wirklich in den Fingern sehr flink sein hier oben. Gut, im Norden gibt es noch eine wunderschöne Position, die aber nicht unbedingt vielversprechend ist. Und zwar kann man hier raus und in diesen Bahnhof reinfahren. Ja, das ist ein alter Bahnhof. Und in diesem Bahnhof, wo die Gleise, man sieht die Gleise hier vorne, wo die Gleise reingehen, liegen so kleine Schuttberge. Und man kann sich da relativ gut geschützt hinstellen und auf die Fahrzeuge schießen, die jetzt zum Beispiel versuchen, irgendwie so ein Flankiermanöver durchzuführen. Die fahren dann zum Beispiel hier lang und wollen dann hier so
an der Hauswand entlang und die könnte man zum Beispiel von hier wunderschön beschießen. Und man kann auch hier hinten rüberfahren und sich zwischen diesen Häusern so ein bisschen durchschlängeln, um zum Beispiel dann hinten in den Bahnhof reinzufahren und zu sagen, hallo, ich bin hier, und dann gibt's Surprised Butt Sex. Anyway, also, das sind die Wege, das ist die Karte. Schaut euch die bitte nochmal in Ruhe auf. Kann ich euch ans Herz legen, muss ich euch nochmal ans Herz legen, auf vbaddict.net an. Da gibt es noch verschiedene andere Informationen, die man sich anschauen kann. Da komme ich vielleicht nochmal in einem anderen Video darauf zu sprechen. Langsam wird es ernst. Ihr müsst euch jetzt überlegen, mit welchem Panzer ihr das erste Gefecht bestreiten wollt. Gut, jetzt ist es soweit. Wir wollen eigentlich in unser erstes Gefecht. Die wichtigste Frage, die sich jetzt stellt, ist, mit welchem Panzer wollen wir das tun? Ich gehe nochmal ganz kurz in den Forschungsbaum. Also ihr seht, ihr habt 7 verschiedene Panzer. Diese 7 verschiedenen Panzer repräsentieren die 7 verschiedenen Nationen. Angefangen bei den Chinesen, zu den Franzosen, über die Deutschen, dann kommen die Briten, die Amerikaner, zeigt er mir nicht an, die Russen oder die sowjetischen Fahrzeuge und dann kommen die japanischen Fahrzeuge. Nachdem ihr ja Kreditpunkte bekommt und Erfahrungspunkte, freie, aber auch panzergebundene Erfahrungspunkte, müsst ihr euch wirklich überlegen, mit welchem Panzer ihr ins Gefecht zieht. Ich persönlich habe mich damals für den deutschen Forschungsbaum entschieden. Warum, kann ich euch nicht genau sagen, weil ich ein historisches Interesse habe an deutschen Panzern unter Umständen, weil ich unbedingt einen Tiger haben wollte irgendwann oder den Königstiger. Weil ich aus Deutschland komme, ich kann es euch nicht genau sagen. Ich habe ein bisschen was drüber gelesen oder ich habe auch vielleicht nicht allzu sehr drüber nachgedacht. Auf jeden Fall bin ich hier mal losgerannt bei meiner World of Tanks Karriere. Die unterschiedlichen Nationen haben unterschiedliche Eigenschaften. Ich kann euch jetzt nur was über die deutschen Eigenschaften sagen. Die Deutschen haben relativ, alle Deutschen haben sehr genaue Kanonen. Die Dispersion, die Abweichung vom Ziel ist bei den Deutschen relativ gering. Schauen wir uns das mal an, an einem Beispiel. Nehmen wir mal einen deutschen Stufe 5, einen deutschen Stufe 6 Panzer, zum Beispiel den VK 3601H, das ist ein schwerer Panzer, Fahrzeugdaten. Nee, da sehen wir es gar nicht, Entschuldigung, ich muss in den Panzer rein. Und jetzt schaue ich mir mal diese Top-Kanone an. Die Top-Kanone wäre eine Kanone der Stufe 7, technische Daten. Die hat eine Streuung auf 100 Meter von 38 cm. Das bedeutet, wenn ein Ziel 100 Meter von mir entfernt ist und ich schieße drauf, dann kann mein Projektil um 38 cm von dem Punkt abweichen, auf den ich gezielt habe. Machen wir das gleiche mal. Ich lasse dieses Fenster mal auf und gehe in den sowjetischen Forschungsbaum zurück. Und dort suche ich mir den KV-1S raus. Das ist ein sowjetischer, schwerer Panzer der Stufe 6. Fahrzeugdaten. Entschuldigung, jetzt mache ich den gleichen Fehler nochmal. KV-1S, draufklicken. Jetzt nehme ich mir mal die 122 mm Gun. Das ist die fiese, fiese Gun vom KV-1S. Die hat eine Streuung von 46, macht aber wesentlich mehr Schaden. Also die macht 390 Schaden im Vergleich zu 220 Schaden. Hat auch eine höhere Durchschlagskraft, 175 im Gegensatz zu 132. Aber nehmen wir mal ein Geschütz, das vergleichbar ist, also ungefähr 8,8 cm. Das wäre dann hier das 85 mm Geschütz. Auch hier seht ihr 85 mm. Hat ein paar Millimeter weniger als das deutsche Geschütz. Aber die Streuung auf 100 Meter ist 0,46 im Gegensatz zu 0,38. Die Zielerfassung, also die
Zeit, in der mein Zielkreis zugeht, bis er die minimalste Größe erreicht hat, ist bei diesem Geschütz 2,9 Sekunden. Das heißt, ich muss wirklich meinen Turm 2,9 Sekunden ruhig halten, bis ich wirklich einigermaßen auf mein Ziel schießen kann. Bei dem deutschen Geschütz sind es nur 2,3 Sekunden. Ich habe eine höhere Durchschlagskraft im Vergleich zur 85 mm Russenkanone und ich mache mehr Schaden. Dafür ist meine Feuergeschwindigkeit geringer, also ich feuere nur 8,7 Schuss pro Minute. Die russische Kanone feuert 12,24 Schuss pro Minute. Also das wäre ein Vorteil der Deutschen. Ein Nachteil der deutschen Panzer ist, dass viele deutsche Panzer, auch der Leichttraktor, haben hier vorne im vorderen Bereich einen Teil ihres Motors. Also nicht, eigentlich nicht den Motor, aber zum Beispiel das Getriebe. Also wenn mich da jemand reintrifft, ist mein Motor kaputt oder ich fange unter Umständen sogar an zu brennen. Die russischen Panzer sind in der Regel zum Beispiel besser gepanzert. Haben eine Gun, die macht mehr Schaden. Die ist nicht so genau, aber die Fahrzeuge an sich sind besser gepanzert. So, bei den Amerikanern, ja, dazu kann ich leider auch nicht viel sagen. Ich fahre die zwar selber, mir fallen jetzt da keine großartigen Vor- und Nachteile ein. Also es gibt bei jeder Nation Panzer, die herausragend sind, ja. Zum Beispiel bei den Amerikanern ist es die Hellcat, die spiele ich unheimlich gern. Ist ein super TD, aber es gibt auch deutsche sehr gute TDs. Im Gegensatz zu den amerikanischen TDs oder Tank Destroyern, Jagdpanzern, haben die Deutschen nur keinen drehbaren Turm. Die Hellcat hat einen drehbaren Turm, der T-49 auch. Russen, Deutsche, Amerikaner. Ich habe die Japaner gar nicht gespielt. Ich bin ein bisschen vorangekommen bei den Engländern, da kann ich auch nicht viel drüber sagen. Franzosen habe ich noch gar nicht angespielt und die Chinesen, mit denen habe ich mich auch noch nicht beschäftigt. Also grundsätzlich müsst ihr euch entscheiden, mit welcher Nation ihr anfangt und mit welcher Nation ihr dann hier den Forschungsbaum erstmal bis zu einer gewissen Stufe durchlaufen wollt. Ihr könnt selbstverständlich auch zwei, drei Nationen spielen, nur irgendwann gehen euch die Garagenplätze aus. Ihr seht, ihr habt nur noch einen freien Garagenplatz übrig in der Standardversion. Und ihr müsst euch dann von irgendwelchen Panzern trennen oder ihr müsst für Gold neue Garagenplätze kaufen. Macht euch darüber Gedanken, bevor ihr in das erste T1-Gefecht geht. Mein Panzer für das erste T1-Gefecht wird der Leichttraktor sein. Und wenn wir jetzt starten wollen, müssen wir erstmal den Panzer auswählen und dann klicken wir auf den großen roten Button ins Gefecht. So, jedes Gefecht beginnt mit dem Runterzählen der Uhr. Ihr habt jetzt Zeit, euch ein bisschen so eure Taktik zu überlegen. Ihr seht ganz unten rechts die Minimap, ihr seht ganz unten links den Zustand eures Panzers. Ihr seht die Teamaufstellung, auf der linken Seite euer Team, auf der rechten Seite das andere Team. Ihr könnt hier noch ein bisschen was rumschalten, wenn ihr wollt. So. Jetzt geht's los. Legen wir los! Ich habe euch ja erzählt, dass ihr am Anfang sehr zurückhaltend fahren sollt. Das werde ich jetzt auch machen. Ich werde mir also erstmal ein lauschiges Plätzchen suchen, mich ein bisschen zu verstecken. Ich habe euch ja auch ungefähr so ein bisschen gezeigt, wo das sein kann. Ich fahre genau auf diesen einen Ort zu, den ich euch auf der Karte Himmelsdorf erklärt habe, wo ich also eine wunderbare Übersicht über diesen weiten Platz hab und fange jetzt an, feindliche Panzer zu beschießen. Da ging voll durch ihre Panzerung. Achtet bitte drauf, dass ich versuche, erst dann zu schießen, wenn sich mein Zielkreis komplett verkleinert hat. Also ein Wirkungstreffer, wenn euer Client sagt Wirkungstreffer, das zeigt an, dass sich bei dem Gegner irgendein Modul oder ein Besatzungsmitglied zerstört hat. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer.
Wir haben sie nicht mal angekratzt, heißt, ich habe zwar drauf geschossen, ich habe getroffen, aber ich bin nicht durch seine Panzerung durchgekommen. Den haben wir abgefackelt. Was ihr jetzt seht, Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ich habe diesen Panzer glücklicherweise so getroffen, dass sein Benzintank angefangen hat zu brennen. Und dadurch ist dieser Panzer abgebrannt. Deswegen macht es unter Umständen Sinn, also es macht eigentlich immer Sinn, nur am Anfang eben habt ihr keine Kohle für sowas. Es macht sehr großen Sinn, sich entsprechende Ausrüstungsgegenstände zu kaufen. Wirkungstreffer! Wirkungstreffer! Wir haben sie! Zum Beispiel ein Feuerlöscher. Oder ein Erste-Hilfe-Kasten. Oder eine Werkzeugkiste. Oder alles drei. Aber dazu kommen wir noch bei einem anderen Video. Unten auf der Minimap, die Informationen solltet ihr auch immer im Auge behalten. Ich sehe jetzt, dass auf der linken Seite zwei Leute versuchen dort vorzufahren. Ich habe mir gemerkt, genau da oben war noch einer. Ich glaube, da oben war noch einer irgendwo. Also das sind noch mindestens... Da ist wenigstens noch ein Gegner, da können aber genau, da können auch noch zwei sein. Sind sie auch. Auf der rechten Seite scheint es momentan relativ klar zu sein. Ne, jetzt ist es rechts auch nicht mehr klar. Jetzt sind eben innerhalb von wenigen Sekunden sind zwei gestorben. Das heißt, da wird jetzt dann irgendwas passieren da drüben. Ich bin nur mit dem Panzer, ihr seht, ich fahre da mit 20, 21 Sachen dahin. Dieser Panzer ist in der Ausbaustufe, wie wir ihn hier betreiben, also mit einer 100% Crew, ohne irgendwelche Zusatzeinbauten, mit dem ersten Motor drin und, ist der Panzer wirklich ein bisschen träge. Aber wie wir unsere Panzer aufrüsten, das zeige ich euch jetzt gleich noch. Das heißt, das zeige ich euch gleich noch, nein. Wir reden noch drüber. Erwischt. Aber das wird auch Bestandteil, sehr wahrscheinlich Bestandteil eines anderen Videos sein, wie wir unsere Panzer richtig gut aufrüsten, um eben die Leistungsfähigkeit des Geräts entsprechend zu verbessern. Der ging voll durch ihre Panzerung. Das muss wehtun. Okay, der ist ziemlich zackig unterwegs, vor dem habe ich jetzt ein bisschen Angst. Und ich bin auch der Meinung, dass ich hier jetzt ein Problem kriege. Hinter mir ist keiner mehr, der ist auch gestorben. Jetzt beschießt er mich und weg bin ich. Genau. Ich hätte hier auch nicht mehr in die Deckung fahren können mit dem Langsamteil. Also ich stand jetzt so blöd da, dass ich ihm wirklich meinen Motor gezeigt habe. Bei dem Leichttraktor ist der Motor vorne, wie bei vielen deutschen Panzern. Beziehungsweise nicht der Motor, sondern die Suspension, das Getriebe. Das heißt, die sind von vorne relativ leicht verwundbar. So, und der? Nee, der wird es nicht schaffen. Okay. Jo, also das Spiel werden wir sehr wohl verlieren. Ich muss ja gestehen, ich habe ein bisschen gecheatet. Weil ich nämlich jetzt ein Replay laufen lasse. Also ich spiele das Spiel nicht und rede mit euch, sondern ich habe das Spiel vor circa 10, 15 Minuten gespielt. Und wir schauen uns jetzt quasi das Replay an. Ich weiß also schon, dass wir verlieren werden. Aber ich habe auch absichtlich kein Spiel genommen, wo ich jetzt hier als Battle Hero und wie auch immer rausgehe. Weil das werdet ihr am Anfang auch nicht sein. Dieser gegnerische T1, den müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Ich glaube, der gegnerische T1 hat sehr viel Erfahrung. Der hat einen sehr gut ausgebauten Panzer. Weil der auch, ich glaube, 9 Abschüsse gemacht hat. Also der hat schon recht gut gespielt. Gut, gut. Dann schauen wir uns mal an, wie das nach dem Spiel so aussieht. Kommen wir zur Gefechtsauswertung. Wie kann ich die Gefechtsergebnisse interpretieren? Wo finde ich Gefechtsergebnisse, wenn ich das Fenster schon geschlossen habe? Und wo finde ich meine Replays? Tja, mein erstes Gefecht auf Tier 1 in diesem Account war leider eine Niederlage. Trotzdem schauen wir uns ganz kurz die Gefechtsergebnisse an und gehen mal durch, was man da so alles rauslesen kann. Also erstmal gibt es hier die eigene Auswertung, dann sieht man verschiedene Abzeichen, die man so bekommt. Das sind relativ normale Abzeichen, in diesem Bereich wären noch besondere Abzeichen.
Ich habe für dieses Gefecht 7206 Kreditpunkte bekommen und ich habe für dieses Gefecht 290 Basis-Erfahrungspunkte bekommen. Hier unten steht nochmal so eine Zusammenfassung, also ohne Premium 7206, 290 Erfahrungspunkte, die Trefferquote, ich habe also 17 Schuss von 22 Schuss getroffen. Das entspricht einer Trefferrate von 77,27%. Ich habe Schaden verursacht 574 und ich habe Schaden ermöglicht 29. Schaden ermöglicht, also ich habe einem Panzer wohl die Ketten abgeschossen. Der wurde dadurch immobil, also konnte sich nicht mehr bewegen, während er die Ketten repariert. Einer von meinen Verbündeten hat draufgeschossen und dadurch habe ich nochmal 29 Schadenspunkte, also nicht richtige Schadenspunkte, aber ich habe 29 Schadenspunkte ermöglicht. In diesem Bereich, beim Bereich Gefechtsleistung, sehen wir, mit welchen Panzern ich im Kampf war, also welche Panzer ich beschossen habe. Das sind diese sechs Panzer, die ich beschossen habe. Der letzte war dann mein Tod. Man sieht hier auch der NC31. Da habe ich eben diese 29 Supporting Damage, nennt man das im Englischen. Mir fällt nichts Besseres Deutsches ein. Dafür habe ich die 29 Supporting Damage Points bekommen. Hier kann man nochmal sehen, ich habe diesen Panzer zweimal getroffen. Nein, ich habe diesen Panzer nicht zweimal getroffen. Ich habe bei diesem Panzer zwei Module beschädigt. Und zwar einmal das Munitionslager und einmal den Motor. Also das Munitionslager habe ich nur beschädigt und den Motor habe ich zerstört. Bei dem Panzer auch die Kette beschädigt und den Ladeschützen verletzt. Bei dem Panzer habe ich die Kette zweimal beschädigt, also einmal beschädigt, einmal zerstört und habe den Fahrer verletzt. Bei diesem Panzer habe ich den Kommandanten verletzt und bei diesem Panzer habe ich nur die Kette beschädigt. Hier sieht man dann, wie oft ich das jeweilige Fahrzeug getroffen habe. Ich habe also den Panzer Medium 1 zweimal getroffen und habe dabei genau 130 Schadenspunkte verursacht. Den anderen Medium 1 von Espositax habe ich viermal getroffen und habe dabei 140 Schadenspunkte verursacht und so weiter. Hier oben ist nochmal eine Übersicht. Also ich sehe hier Gesamt Supporting Damage und Spotting Damage. Gesamt wie viele Module ich beschädigt habe oder wie viele Versatzungen ich verwundet habe. Hier sieht man, wie viele Schüsse ich getroffen habe und wie viele Gesamtschadenspunkte ich dadurch verursacht habe. Und hier sieht man, wie viele Fahrzeuge ich abgeschossen habe. Hier sieht man hier nochmal die roten Fahrzeuge, habe ich quasi den Todesstoß versetzt. In der Teamauswertung hat man verschiedene Möglichkeiten, nach Spalten zu sortieren. Ich persönlich halte es recht wichtig, nach der Schadensspalte zu sortieren. Also ich habe 574 Damage gemacht, habe dabei drei Panzer zerstört. Aber es ist genauso wichtig, nach Erfahrungspunkten zu sortieren. Also der T1 hat 5 Panzer zerstört und hatte für 462 Erfahrungspunkte bekommen. Ich habe 3 Panzer zerstört, 574 Schaden gemacht und habe dafür 290 Erfahrungspunkte bekommen. Die Formel, wie sich diese Erfahrungspunkte berechnen, die ist nicht veröffentlicht. Ich will nicht sagen, die ist geheim, aber die ist nicht veröffentlicht. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Gehen wir mal erst in den ausführlichen Bericht. Also ich sehe hier übrigens auch das Gegnerteam. Ich sehe hier, dass alle unsere Panzer ausgegraut sind. Das heißt, wir sind alle gestorben. Beim Gegnerteam sind zwei Panzer noch hell unterlegt. Das sind die beiden Panzer, die überlebt haben. Also der T1 hat einen richtig guten Job gemacht. Ich denke mal, das ist ein relativ guter Spieler. Der hat also 9 Panzer zerstört, hat 865 Schadenspunkte verursacht und hat 1130 Base Experience Points dafür bekommen. Können wir uns mal genau anschauen. Der hat 213 Schüsse abgegeben. Klar, der hat eine Schnellfeuerkanone drauf. Davon hat er 118 Schüsse getroffen, 83 Durchschläge. Also 83 Mal hat er die gegnerische Panzerung durchschlagen. Er hat 865 Schaden ausgeteilt.
hat 11 Treffer erhalten, davon 8 Wirkungstreffer und 3 nicht durchschlagende Treffer. Die sind also an seiner Panzerung abgeprallt. Das sind diese 69 Schaden abgewehrt durch Panzerung. Er hat 4 Gegner entdeckt. Er hat 9 Gegner beschädigt und 9 Gegner zerstört. Kein Schaden durch Spielerunterstützung und er ist 1,5 Kilometer gefahren. Schauen wir uns das gleich mal bei mir an. 22 Schüsse abgegeben, 17 Direkttreffer, davon 17 Durchschläge, Schaden 574, Schaden über 300 Meter 37, Treffer erhalten habe ich 13, davon 10 Wirkungstreffer und 3 Treffer abgewehrt durch Panzerung. Gegner beschädigt habe ich 6, davon habe ich 3 zerstört, Schaden durch Spielerunterstützung habe ich ja schon erklärt und ich bin 550 Meter gefahren. So, der ausführliche Bericht ist es nochmal meine persönliche Statistik für dieses Spiel. Da steht im Großen und Ganzen eigentlich nochmal ein bisschen mehr drin, aber das drin, was ich eben in dieser Teamauswertung und in meiner persönlichen Statistik gesehen habe. Im Großen und Ganzen das gleiche nochmal. Nochmal die ganzen Kreditpunkte, wann das Spiel begonnen hat, wie lange das Spiel gedauert hat, wann mein Fahrzeug ausgefallen ist, wie viel Credits ich bekommen habe und wie viel Base XP in dem Fall, weil ich ja nur ein Standardkonto habe auf diesem Account. Wie das Wirtschaftssystem von World of Tanks funktioniert, was der Unterschied ist zwischen freien Erfahrungspunkten, panzergebundenen Erfahrungspunkten, Mannschaftserfahrungspunkten und Kreditpunkten, die ich erwirtschaftet habe während meiner Spiele-Sessions, das werden wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Das Wirtschaftssystem von World of Tanks basiert auf zwei Dingen. Zum einen auf Kreditpunkten, zum zweiten auf Erfahrungspunkten. Immer wenn ihr ein Gefecht mit einem Panzer abgeschlossen habt, bekommt ihr Kreditpunkte und Erfahrungspunkte. Diese Erfahrungspunkte sind panzerspezifisch. Also ich habe jetzt hier mit dem Leichttraktor ein paar Spiele gemacht für dieses Tutorial. Ich habe auf dem Leichttraktor 1461 Erfahrungspunkte oder Forschungspunkte, mit denen ich Module erforschen kann oder nachliegend gegliederte Panzer. Mit meinem Renault habe ich noch kein Gefecht bestritten, der hat auch noch keine Forschungspunkte. Wenn ich mit meinem Leichttraktor ein Gefecht bestreite oder mit egal welchem Panzer ich bestreite ein Gefecht, bekomme 100 Forschungs- oder 100 Erfahrungspunkte, dann kriege ich gleichzeitig auch nochmal 5% freie Erfahrungspunkte. Also insgesamt erhalte ich dann 100 Erfahrungspunkte auf meinem Leichttraktor und 5 Erfahrungspunkte, die ich, 5 freie Erfahrungspunkte, die ich panzerungebunden einsetzen kann. Darüber hinaus eben die Credits, um Module zu kaufen. Aber auch, wenn ich jetzt diese 100 Erfahrungspunkte erwirtschaftet habe in einem Gefecht, fließen diese 100 Erfahrungspunkte auch in jedes Besatzungsmitglied. Also jedes Besatzungsmitglied bekommt 100 Erfahrungspunkte. Und über diese 100 Erfahrungspunkte oder über diese Erfahrungspunkte, die in das Besatzungsmitglied reinfließen pro Kampf, kann man die Fähigkeiten, Spezialisierungen von Besatzungsmitgliedern erhöhen. Man erhöht also den Ausbildungsgrad der Besatzungsmitglieder. Aber wie gesagt, das werden wir nochmal sehr intensiv besprechen in einem eigenen Abschnitt dieses Tutorials. Im nächsten Tutorial der Reihe World of Tanks, aller Anfang ist schwer oder From Zero to Hero, geht's mit dem Panzer-Upgrade weiter. Ich werde euch erklären, was ihr mit den Erfahrungspunkten und mit den Kreditpunkten am besten unternehmt, die ihr jetzt in den ersten oder im ersten Gefecht erwirtschaftet habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare dieses Videos rein, was euch gefallen hat und was euch nicht gefallen hat. Ich werde versuchen, konstruktive Kritik umzusetzen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ihr kriegt dann auch sofort eine Mitteilung, wenn ich neue Videos hochlade. Ansonsten möge der RNG mit euch sein und tschüss.